Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und zwar hat Nintendo heute für den 23. April ein neues Update für Animal Crossing angekündigt. Und da werden wir heute mal reinschauen und gucken, was da so Tolles abgeht. Genau, für 23. April. Eigentlich ist es das Tag der Erde-Update, aber der Tag der Erde ist eigentlich am 22. April. Deswegen, wir sind ein bisschen zu spät. Dafür geht dieses Event Tag der Erde jetzt aber auch eine ganze Woche, also vom 23. April bis zum 30. glaube ich. Und wie wir hier schon sehen, es gibt neue Besucher, zum Beispiel den Gerd. Was man ja aber auch schon wusste, weil der gehört halt zum Tag der Erde dazu. Mit seiner fahrenden Gärtnerei. Und bei ihm kann man, das ist neu, Büsche kaufen. Richtig cool. Also zumindest 4 verschiedene Büsche und auch Blumensamen. Ich gehe jetzt davon aus, dass diese Blumensamen dann Blumensamen sein werden, die es halt sonst nicht auf deiner Insel gibt. Vielleicht haben sie sogar ganz neue Blumen reingetan, das kann natürlich auch sein. Aber sonst zumindest Blumensamen, die es von Anfang an nicht bei dir gibt und auch nicht in Nooks Laden zu kaufen gibt. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, weil der Gerd jetzt schon da ist, dass er so agiert wie Sina und Tina. Und wenn man bei ihnen dann genug Geld ausgegeben hat, dass er dann auch sein eigenes Geschäft bekommt. Denn in früheren Teilen von Animal Crossing hat er ja auch mal eine Gärtnerei. Wie komme ich da drauf? Es gibt nämlich einen Dataminer, der heißt Ninji, und der hatte da ein paar Leaks zu veröffentlicht, dass es wohl irgendwie im Code von Animal Crossing später vielleicht irgendwann noch Gemüse geben könnte. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass dann in Gerds Gärtnerei, dass es da dann Gemüse zu kaufen gibt. Und vielleicht auch eine Hake oder sowas, um halt das Gemüse irgendwie richtig anzubauen. Aber das steht noch in den Sternen. Erstmal auf jeden Fall angekündigt, Gerds fahrende Gärtnerei. Und ja, diese Büsche sind halt richtig cool. Damit hat man dann noch andere Elemente, außer die Zäune, die man irgendwo platzieren kann. Und warte, wir haben ja eben auch schon gesehen, wenn wir da nochmal kurz reingucken. Es gibt jetzt auch diese Hecken. Gab es meiner Meinung nach vorher noch nicht. Oder war das auch ein Zaun, diese Hecken? Weil sonst sind die ja auch irgendwie neu. Kann ich mir vorstellen, dass man die auch von Gerd bekommt. Und Rainers Schatzkutter gibt's jetzt. Der wird am eigenen Strand sein, am privaten Strand. Und ja, da wird er halt Antiquitäten und Kunst verkaufen. Aber wie man rechts auch sieht, er verkauft auch normales Zeug, das man dann einfach in sein Haus reinstellen kann. Also man kann das wahrscheinlich alles in sein Haus reinstellen. Aber jetzt die linke Seite, da sehen wir halt Bilder und Kunstwerke. Die kann man dann im Museum vermutlich spenden. Wo man aber auch aufpassen muss, weil es auch Fälschungen gibt. Wer Rainer kennt, der weiß das. Aber rechts sehen wir halt Möbel, die auch so fürs Haus sind. Finde ich ganz gut, dann hat man noch ein paar mehr Möglichkeiten, sich einzurichten. Beziehungsweise man hat noch mehr Möglichkeiten, wo was einzukaufen. Und ja, dieses Bild hier suggeriert irgendwie für mich, dass man so ganz genau hingucken soll auf die Bilder, weil es da auch Fälschungen gibt. Ob das jetzt irgendwie ein Minispiel sein wird oder so, bleibt abzuwarten. Ja, das Museum wird auch noch erweitert. Ich weiß jetzt nicht, ob es größer geworden ist, weil das sieht jetzt schon so aus, als wenn das eine weitere Erweiterung ist. Auch mit diesen beiden Lichtern da an den Seiten. Aber es wird auf jeden Fall einen weiteren Raum geben, nämlich die Kunstgalerie. Und die sieht ja wohl richtig geil aus, wo man dann natürlich seine ganze Kunst ausstellen kann. Und dann haben sie noch Events angekündigt für April bis Juni, den Tag der Natur. Ach sogar bis zum 4.5. Das ist ja krass. Da gibt es dann auf jeden Fall Aufgaben zu erledigen, womit man noch extra Nookmeilen verdienen kann. Also die sind wahrscheinlich neben den Nookmeilen plus dann extra nochmal für Tag der Natur. Ah nee, die werden ausgetauscht. Okay, also da muss man dann Natursachen machen, damit man da seine extra Meilen bekommt. Ist auf jeden Fall eine coole Idee, kann man machen. Und das finde ich richtig geil. Das Mai-Fire-Eye-Ticket-Event. Ab Anfang Mai und dann eine ganze Woche. Da gibt es dann besondere Inseln, die aber nur für eine bestimmte Zeit verfügbar sind, die dann so ein bisschen Adventure-mäßig sind. Und ihr seht vielleicht hinten rechts schon, da ist eine Katze. Ich weiß leider nicht, wie diese Katze heißt, aber es ist eine süße Katze. Und ich sehe jetzt erst, dass der Typ da auch ein Katzenshirt anhat. Dieses Meme-Shirt, das passt ja richtig gut. Auf jeden Fall kann man auf diesen Inseln auch Bewohner entdecken. Und ich bin sehr gespannt, was das für tolle Inseln sein werden. Wir haben ja eben schon gesehen, dass das so ein bisschen verwinkelt alles war. Eher so labyrinthmäßig aufgebaut war. Und da gibt es bestimmt noch richtig coole Inseln, wo man dann auch über Sachen rüberhopsen muss. Oder eine Insel ist voller Fallen oder so. Dass man sich da dann irgendwie einen Weg durchbahnen muss oder merken muss, wo dann im Boden keine Falle ist. So eine schöne Minispielwelt. Das wäre richtig cool. Gab's da, glaube ich, in New Leaf damals, ne? Und wenn sie sowas hier auch wieder reinpacken würden, wäre richtig cool. Ja, und Internationaler Museumtag, der auch wieder einfach 2 Wochen geht, gibt's auch noch, wo man einfach Stempel sammeln kann. Also diesen Stempeln erinnert mich übrigens mega an Japan, weil da gibt's auch immer solche Stempelautomaten an jedem Bahnhof. Also das ist auf jeden Fall japanisch, was sie hier gemacht haben. Und man kriegt halt sogar noch Belohnungen, wenn man alle Stempel gekriegt hat. Was man da genau machen muss, wird sich zeigen. Und damit habe ich wirklich noch gar keine Ahnung mit dieser Hochzeitssaison. Man soll Rosina und Björn dabei helfen, das perfekte Foto aufzunehmen, aber dabei kann es doch nicht bleiben, oder? Oder was meint ihr? Also ich vermute, da er da natürlich auch alles so hingelegt hat, wie das ist, und dieses Event einfach einen ganzen Monat geht, dass das so ein bisschen sein wird wie das Oster-Event. Ich hoffe, nicht ganz so nervtötend wie das Oster-Event, aber dass man dann halt, keine Ahnung, in diesem Fall rosa Rosen pflücken muss
und die ganzen Sachen, die da jetzt stehen, auch selber irgendwie herstellen muss. Dass es da dann auch irgendwelche Aufgaben gibt, dass man DIYs bekommt und sowas. Und dass man dann die Sachen selber herstellen muss und dann halt irgendwie ein Foto für die machen soll. Eventuell geben die einen auch Jobs oder sowas. Damit kann ich halt wirklich noch gar nichts anfangen mit der letzten Information da. Einfach nur für ein kleines Foto, was man bei dem Typen machen soll auf seiner komischen Insel. Kann ich mir nicht vorstellen. Also da wird wahrscheinlich noch mehr hinter stecken. Muss man wahrscheinlich wirklich alles selber farmen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, aber damit hat sich quasi die Hälfte von dem, was der Niji, also dieser Dataminer, gesagt hatte, in seinen Tweets, ich werde ihn übrigens auch verlinken, wenn euch das interessiert, bewahrheitet. Er hatte nämlich das Museum-Upgrade angekündigt, er hatte die Büsche angekündigt. Ich kann euch halt, statt sagen, was er angekündigt hat, kann ich euch sagen, was er angekündigt hat, was aber noch nicht ins Spiel gekommen ist. Das wäre vielleicht noch interessant. Und zwar steht anscheinend im Code noch irgendwas drin von einem dritten Nook-Upgrade. Also nach diesem Upgrade, wo der Nook-Laden schon Treppen hat und man oben quasi Sachen kaufen kann. Danach soll es noch ein weiteres Upgrade geben. Und das habe ich mir ehrlich gesagt auch schon gedacht, vielleicht auch andere. Weil hinten, in Nooks Laden, hinten rechts, da gibt es so eine Treppe nach oben. Und ich vermute einfach mal, bei dem nächsten Upgrade kriegt man dann eine zweite Etage, wo man dann auch noch einkaufen kann. Das wird auch dazu passen, wie das in Let's Go to the City war, wenn ihr euch daran erinnert. Weil da wurde dieser Nook klang ja wirklich riesig groß. Und da fehlen auf jeden Fall noch ein paar Stufen bei New Horizons. Da wird auf jeden Fall, glaube ich, noch was kommen. Und vielleicht noch eine große Sache, die eventuell irgendwann noch dazu kommt. Und zwar, dass man tauchen kann. Beziehungsweise schwimmen. Das ging ja auch schon in früheren Teilen. Wieso also nicht in New Horizons? Und da ist der Hint nämlich, dass es eine extra Seite gibt in diesem Quitterpedia, also wo man die Fische sieht und die Insekten und sowas, welche man schon gefangen hat und auch gespendet hat und so. Und da gibt es dann wohl eine dritte Seite extra für Meeresfrüchte, wo 33 Items drin sein werden. Und das, die einzige Meeresfrucht, die es bisher im Spiel drin ist, ist diese Teppichmuschel. Also da wird garantiert auch noch was kommen. Ah ja, so viel zu dem Upgrade, was halt einen Tag zu spät kommt für den im Real Life stattfindenden Earth Day, aber das passt schon. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr dieses Upgrade findet, das dann jetzt am 23. rauskommt. Ich find's auf jeden Fall mega gut, auch dass Nintendo da so hinterher ist, dass Animal Crossing immer wieder geupdatet wird. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bin auch sehr gespannt, wie das mit diesen Hochzeitsgedöns da ist. Naja, aber das war's dann mit diesem kurzen Infovideo. Ich werde euch auch nochmal das originale Nintendo-Video unten verlinken, falls ihr das nochmal ohne Zerstückelung sehen wollt. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss. No!